So, und da haben wir den nächsten Psychoaffen, wo auch immer der auf einmal hergekommen ist. Ich weiß jetzt, es hat ne? Einmal Konzentrator. Also Mogelhieb hilft uns nicht weiter. So viel steht fest. Bisaflor vielleicht noch. Weil auch der Wal dabei ist. Da steht sonst irgendwie blöd, Bisaflor, oder? Wahrscheinlich muss ich Kurtin mitnehmen. Habe ich doch eben noch gesagt, dass wir es machen wollen. Wenn der Wal kommt. Kurtin auch generell, wenn ihr Trick Room auch noch mit dabei ist, ja auch nicht so schlecht. Andererseits war ich gerade konzentrierter drauf sein. Damit habe ich jetzt natürlich gerechnet. Sehr wohl plus dem Psychoaffen. Ja, und Idee war jetzt mit Klinge Hitzewelle einfach draufzuhauen und zu hoffen, dass hier das umfällt, bevor Trick Room rauskommt. Wenn das nicht klappt, dann wird es halt sehr eklig. Sehr wohl mit dem Psychosamen ist okay. Hauptsache der Psychoaffe fällt um, weil sehr wohl kann in der weiblichen Form ja bekanntlich keinen Bizarro-Raum beschwören. Und mit der Klinge plus Hitzewelle machen wir auf jeden Fall viel Schaden. Ja, Hitzewelle trifft schon mal. Es kann halt sein, dass wir ungünstig die Beere treffen jetzt. Tatsächlich keine Beere. Und die Klinge kommt. Und ja, damit fällt beides um. Wunderbar. Plan für den ersten Zug aufgegangen. Easy. Genau, Doppel-Spread-Move als sehr wichtig. Gegen. Also solange man nicht hier sowas hinstellt, sondern was halt hauptsächlich umboxen kann auf einen Slot, dann verliert man halt gegen Spotlight. So, jetzt haben wir aber noch das Restricted Duo hier hinten mit Wal und Eispferd, die halt beide natürlich auch zu bezwingen gelten hier erstmal. Also ich habe eine Idee, aber nein, 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 nicht Schutzschild. Ich wollte doch Düna Wall machen, weil er jetzt bestimmt dünert. Okay, dünert nicht, dann war Schutzschild tatsächlich noch mal besser. Kommen die Fontänen, okay. Damit kann ich leben. Ja, dann kommt die Blizzard-Lanze. Der Zug kann sehr wehtun, recht hast du, Fast Five. Düna Wall wäre halt nochmal gegen Düna hier besser gekommen. So, und jetzt ist hier auch direkt die Frage. Ob er sich jetzt vielleicht schützt mit dem Pferd, weil ich wollte erst das Pferd wegschießen. Und dann gucken, dass wir gegen den Wal noch gewinnen. Weil Glurak ist ja vermutlich hier trotz allem noch mal schneller und das Pferd muss jetzt natürlich weg. Ein Feuerflug in der Sonne sollte es normalerweise schaffen. Also wenn er sich jetzt irgendwie schützt mit dem Pferd,
Wäre nicht so toll. Ansonsten kann von mir aus viel kommen. Also, Wahl wird riesig. Ja, vielleicht kommt jetzt Schutzschild vom Pferd und Düner Flut. Okay, unser Schutzschild. Und Gegnerschutzschild, ja. Hab's doch gewusst. Das ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel Schaden. Die Frage ist, ob's reicht. Natürlich die Flut, für welchen Slot? Für Glurak, der lebt aber auch nochmal, ne? Den Grodon tatsächlich angreifen dürften. Ja, Eispferd muss weg. Er kann nur einen killen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mit Glurak aufs Eispferd und versuchen richtig gierig hier einen Schwerttanz zu kriegen. Weil ich meine, entweder er killt Glurak und dann haben wir halt Grodon auf plus 2, der dann gleich im richtigen Moment zuhaut. Oder er killt jetzt Grodon und wir haben halt immerhin noch das Glurak und stehen nicht auf einem Mann. Ja, nimmt tatsächlich Grodon raus. Wäre Angriff nochmal besser gewesen. Aber was soll's. Wir haben ja noch den mit der dunklen Aura, der es hier noch richten soll. Und ich sehe nicht, was großartig gegen Düse Standpauke erstmal ankommt. So, mit Standpauke leben wir auf jeden Fall nochmal. Können wir uns danach auch nochmal mit Unheilschwing sonst was zurückholen. Und genau, 15 KP dank Lebenorb. Das heißt, Glurak steht hier auch nochmal wunderbar mit einem KP. Darf theoretisch noch einen Angriff machen, also... Gut. Oh, das killt immer noch. Crit. Das hätte doch niemals mehr gekillt. Das hätte niemals mehr gekillt sonst. Dann nochmal den Crit im richtigen Moment gezogen. Never ever, ja. Ich hab ja auch mal gesagt. Es war ein sicherer Plan hier. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass der Luftschnitt reicht. Und ich befürchte fast, dass es nicht reicht. Schneller sind wir. Boah. Okay. Ist nochmal gut gegangen. Ist nochmal gut gegangen. Wir gewinnen 0-0.
Dieses Spiel, ey, es macht einen fertig.